Aber Tode Herr hat immer auch versucht, hochdeutsche Elemente in ihr Theater einzuarbeiten. Aber diese Versuche waren von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Jahresbüro Inter, ja? Ja, haben Sie die Buchungen für meine Weltreise endlich fertig? Endlich! Ja, wann geht denn die erste Maschine? Wie Freitag erst, heute ist doch Montag. Geht das denn nicht flöcker, mein Gott? Ja gut, dann Freitag, ja. Ja, aber dann bestimmt, Montag muss ich nämlich hier fort sein, ja. Ich halte es hier nicht mehr aus. Mich juckt es. Ja, es ist früh, Jordi. Was? Welche Route? Auch welche Route Sie nehmen, ist mir doch driss egal. Ja, ist aber Dr. Wolters. Ach, Sie sind es, Frau Wolters. Ja, guten Morgen. Hier spricht die Frau Engel, ja, vom Konzerthaus Wohlform, ne? Ja, Sie waren doch vorige Woche hier, ne? Entsehen Sie sich, Zauberkreuz. Ja, richtig, Frau Wolters. Hören Sie mal, was ich Sie fragen wollte. Ist Ihr Mann schon wach? Ja, und das trifft sich ja großartig. Kann ich mal jetzt schnell vorbeikommen? Ich kriege hier nämlich ein Kind. Ja, Frau Wolters, ja, richtig, ja. So. Aber liebe Frau Wolters, wenn Sie die so dringend will, dass Sie ja nicht anrufen, ne? Blöd, Kodon. Sprich Hochdeutsch mit mir oder Französisch. Dieser Dialekt ist vulgär. Außerdem möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass ich mit Vornamen Maria Theresia heiße. Und mit über 30 Jahren bin ich wohl auch kein Kind mehr. Würdest du dir das bitte merken, Mama? Ja, Maria Theresia. Ja, aber ob ich das mit dem Hudütschen so hinkriege, das kannst du nicht so aus der Menge raus versprechen. Du wirst dir Mühe geben und zwar ein bisschen plötzlich. Schließlich hast du doch Lesen und Schreiben gelernt. Ja, ja, aber das ist schon viele Jahre denn her, Maria Theresia. Die Mutter ist 75. Der Plural von Ja ist Jahre. Das NDRN kannst du vergessen. Und wenn du schon mit deinem Alter kokettierst, solltest du dich eigentlich auch entsprechend benehmen. Ein bisschen mehr Würde, ein bisschen mehr Weisheit könnte dir nicht schaden. Du solltest diese bedauernswerten Geschöpfe nicht zu einer albernen Hopserei animieren. Mama, du musst dich ändern. Meine liebe Maria Theresia. Nun drehst du dir aber mal nicht in das Hemd.